Geh den nächsten Schritt, dann hast du's geschafft. Der Krieger zeigt dir ein Stück freies Land. Ein Platz in deinem Kopf, den er fand. Und gibt dir seine Hand, die du berührst. Und du spürst, ihr seid eins, es geschieht. Ihr habt dieselbe Vision, jetzt siehst du, was er sieht. Und ihr seht Krieger überall und alles sind dir bekannt. Jedes Gesicht, jede Geschichte ist mit dir verwandt. Sie kämpfen für das Leben, Krieger sind deswegen hier. Leben für den Traum und alles sind ein Teil von dir. Und geben dir ein Gefühl wie ein Schild. Du hast es lange vermisst, dass solange du kämpfst und nicht alleine bist. Tritt in den Kreis und mach wahr, was du weißt. Und die Erkenntnis bringt die Kraft, mit der du dich befreist. Und dabei frei von Angst, ganz gelöst. Erlöst, was in dir döst. Denn dann machst du auf. Und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wird. Du wachst auf. Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wird. Du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wird. Wachst du auf. Und weißt das, du wachst auf. Und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wird. Du wachst auf. Und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wird. Du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wird. Wachst du auf. Und weißt das. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
that they were founded upon. In our text, Paul characterizes these hypocrites in the church as dogs, evil workmen, and concision workmen. He warns the Philippian church not to heed their bargain, but watch them do. Watch them go. In the scripture, God uses the habits and dispositions of the animals and other creeping things to compare with the habits and dispositions of human beings in the social order. In Peter's vision, on the rooftop, he saw all nations represented by four-footed beasts. Creeping things and fowls are there. People on earth have habits like the lower creatures in disposition. Ain't that right? Some people in our church have habits like an alley dog. Always got his head in a garbage can. Ain't that right? Always tracking down filth and dirty things. Amen. Some people in our church always in the alley. In their thinking and gossiping. They glory in the bad things, and they fight all of the good things. Don't bother them, just watch them go. Watch them go. Now, it has always been dangerous, brethren, to call a man a dog. Amen. It's dangerous to call a man a dog, unless you call him a big dog. He don't mind you calling him a big dog. Now in each case that we find men called dogs in the Bible, it is because of their spiritual uncleanness. Let us go into the dog-likeness of some people. First dog we have here is the town dog. This is a city dog. He was born in the city. He has no pedigree. He is of no particular breed. He has no family tree. He's a sooner. Amen. Sooner one thing as another. I knew a man in Alabama that had a dog like this one. And this dog was so lazy that he would seldom go around the house. He would just sleep under the back door step. He was so lazy he wouldn't even
house is your house, and my 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 house is your house, and your house is mine. We'll be right back.
It's